Few people can comprehend the complexities and hardship of competing in a 3,000-mile nonstop bicycle race that begins in your heart, travels through your soul, and ends in your dreams. Er ist Mediziner, er ist Forscher, er war mal Vorstandsvorsitzender eines Medizinunternehmens, ist dann Leistungssportler geworden und hat dann auch noch am brutalsten Radrennen der Welt teilgenommen, fast 5000 Kilometer quer durch Amerika. Michael Nels, yeah, it's the first time I race across America, I'm a solo rider. Wissen, das ist von der Westküste, von Oceanside geht es zur Ostküste nach Annapolis, das sind Pi mal Daumen knapp 5000 Kilometer. Der Durchschnitt liegt so ungefähr bei 10 bis 11 Tagen, fährt im Schnitt 450 Kilometer am Tag. Die meisten schlafen sogar nur im Schnitt eine Stunde täglich. Also kumulativ kommen die über diese 10, 11 Tage auf 8 bis 10 Stunden Schlaf. Ich mache 3 Stunden am Tag Sport hier, das kann man auch ganz gut noch in einem normalen Arbeitstag unterbringen. Was den Gesundheitsaspekt angeht, ganz wichtig für mich ist, dass man, je mehr man Sport treibt, umso gesünder muss man sich auch ernähren. Deswegen als das härteste Rennen der Welt, weil 50% der Fahrer, die starten, gar nicht ankommen. Beim Rennen zu bestehen, ist der Fahrkomfort ausschlaggebend. Michael hat nicht nur mit einer extremen Strecke, sondern auch mit Hitze, Kälte und vor allem schlechten Straßenbelägen zu kämpfen. Neben der optimalen Radgeometrie ist besonders der Sattel entscheidend. Wir ermitteln genau die Druckpunkte auf den Sattel, wo letztendlich hohe Druckbelastung auftritt und dementsprechend bauen wir dann den Sattel für ihn. Also wir vertiefen ihn individuell, sodass er dann am Ende auf einer größeren Fläche des Sattels wieder die Belastung hat und dadurch die maximalen Druckwerte zwischen 30 bis 50% gesenkt werden. Beim Leichtgewicht, ich schätze es bei den 4800 Kilometer, kann der Michael so circa eine Stunde einsparen, wenn bei der Aerodynamik noch mehr rauskommt, ich schätze mal 2 bis 3 Stunden. Also aerodynamisches Material beim Zeitfahren ist sehr, sehr wichtig, da wir 90% der eingesetzten Energie am Luftwiderstand verlieren. Mit gleichem Energieeinsatz eine höhere Geschwindigkeit rauszuholen. Beim Ram 2008 war die Strategie ein Riesenerfolg. Jetzt müssen noch die Taktik verbessert werden. Diesmal wird er mehr Erfahrung mit in das Rennen nehmen und das Material wird auch ein besseres sein als beim ersten Mal, deswegen bin ich sehr optimistisch. Eigentlich die Basis, dieses regenerative Fahren plus diese Regeneration 8 Stunden in der Nacht zu pausieren, plus noch ein paar andere Tricks, die ich hier im Buch verrate, die sorgen wirklich dafür in Summe, also alle Aspekte in Summe, strategisch und taktisch, dass man ohne einen roten Fleck am Hintern so eine Strecke fahren kann. Was ich im Race Across America mache, ist ja nur ein Beispiel dafür, was man überhaupt in seinem Leben leisten kann. Dass man, egal welches Thema man angeht, wenn man es akribisch vorbereitet, sich darauf konzentriert, dass man wirklich Berge versetzen kann.